Andreas Jung von der CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind jetzt rund ein Jahr nach der Konferenz von Kopenhagen. Und natürlich haben wir gemeinsam die Enttäuschung über die Konferenz von Kopenhagen geteilt, weil wir die Ziele, die wir erreichen wollten, ein völkerrechtlich verbindliches Klimaabkommen, das das 2-Grad-Ziel festschreibt, bei dem alle Staaten global sich verpflichten, beim Klimaschutz mitzumachen, weil wir dieses Ziel nicht erreicht hatten. Wir haben es nicht erreicht, trotz des Einsatzes der Bundesrepublik Deutschland, der Europäischen Union. Wir haben gemeinsam mit vielen Partnern auf der Welt dafür gekämpft, dass wir dieses Ziel erreichen. Wir haben dabei die Vorreiterrolle unterstrichen und fortgeführt, die Deutschland, die auch die Europäische Union über viele Jahre im Klimaschutz hatte. Gescheitert ist dieser Gipfel aber letztlich daran, dass einerseits die USA und andererseits China nicht bereit waren, die von ihnen geforderten Verpflichtungen, Minderungen, Beiträge zu übernehmen. Das war die Situation vor einem Jahr, und leider nicht sehr viel anders ist auch die Situation vor dem Gipfel von Cancun. Deshalb wissen wir, wir können nicht erwarten, wir haben nicht die konkrete Erwartung, dass in Cancun der Durchbruch passiert, was wir uns für Kopenhagen erhofft hatten, weil nach wie vor USA, China nicht bereit sind, diese Verpflichtungen zu übernehmen. Andererseits wissen wir aber auch, dieser Gipfel von Cancun darf kein verlorener Gipfel sein. Wir müssen in ganz konkreten Schritten weiterkommen, mit Schritten weiterkommen, zu denen es keine Alternative gibt, auch nicht zu diesem mühsamen Prozess auf internationaler Ebene mit dem Einstimmigkeitsprinzip. Es geht uns immer sehr viel zu langsam, aber es ist der einzige Weg, der im internationalen Prozess möglich ist. Und deshalb tritt die Bundesregierung dafür ein, dass es in Cancun ein ausgewogenes Paket an Entscheidungen gibt, hat dafür die volle Unterstützung meiner Fraktion, der CDU-CSU. Was wollen wir in Cancun erreichen? Wir wollen einerseits, dass die Klimaarchitektur weiter beschrieben wird, dass sie weiter gebaut wird, damit auf diesen Grundsteinen, auf diesen Grundmauern dann im nächsten Jahr in Südafrika tatsächlich ein Klimaabkommen gezimmert werden kann. Wir wollen, dass festgelegt wird, dass das Ziel, ein völkerrechtlich verbindliches Abkommen zu erreichen, festgeschrieben wird. Und wir wollen, dass offiziell bestätigt wird, das, was in Kopenhagen zur Kenntnis genommen wurde, nämlich dass das gemeinsame Ziel dieser Anstrengungen die Festschreibung des 2-Grad-Zieles ist. Das ist das Mindeste, das wir erreichen wollen. Es soll sogar ein Überprüfungsmechanismus vereinbart werden, ob wir möglicherweise nach dem nächsten Bericht des IPCC im Jahr 2015 darüber hinausgehen müssen. Aber das wollen wir als Mindestziel dort festschreiben. Und das im Übrigen ist auch die Grundlage der Klimapolitik der Bundesregierung national und im europäischen Kontext. Warum haben wir denn als Koalition, als Deutscher Bundestag uns zu der unbedingten Verpflichtung bekannt, -40% an Treibhausgasen bis 2040 zu erreichen, egal was andere machen? Weil dieses Ziel sich ableitet aus diesem 2-Grad-Ziel, das uns auffordert, weltweit den Treibhausgasausstoß zu halbieren bis Mitte des Jahrhunderts. Und dann ist klar, dass Industriestaaten wie die Bundesrepublik erheblich mehr übernehmen müssen. Und es ist kurzfristig bis 2020 das 40-Prozent-Ziel und bis 2050 das ebenfalls im Energiekonzept festgeschriebene Ziel von einer Minderung von 80 bis 95%, die selbstverständlich mit ganz konkreten Maßnahmen in dem Energiekonzept unterlegt wird. Damit nehmen wir das an, was uns die Wissenschaft als Herausforderung mit auf den Weg gibt. Und dafür wollen wir in Cancun verhandeln. Und Frank Schwabe hat angesprochen, wie ist unsere Position zu der Festlegung der Europäischen Union. Und ich denke, dass es gelingt, in dem Antrag eine Offenheit zu zeigen für eine Erhöhung des Klimaziels auch der Europäischen Union. Wir sagen, wir wollen den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates folgen, der sagt, wir müssen nach Cancun unsere Ziele überprüfen, müssen prüfen, ob wir von 20 auf 30% hinaufgehen. Und wir sagen ganz konkret, dabei ist anzustreben, dass die anderen Staaten in Europa und die Europäische Union Ziele übernehmen, ambitionierte Ziele übernehmen, die mit denen der Bundesrepublik Deutschland vergleichbar sind. Wir
wollen erreichen, dass es in Cancun einen Entscheidungstext gibt zu den Fragen von Messung, Überprüfung und Verifizierung, weil wir glauben, dass dies einerseits wichtig ist, um Transparenz, um Vertrauen in diesem Prozess zu schaffen, wollen andererseits auch die Fragen der Finanzierung angehen, wollen, dass die wichtigen, entscheidenden Schritte hin zu einem Klimafonds in Cancun gegangen werden können. Und da geht es selbstverständlich auch um Finanzierungsfragen bei den Themen, wo wir weit fortgeschritten sind. Da hoffen wir uns, dass wir tatsächlich in Umsetzungsentscheidungen kommen, bei den Fragen der Technologiekooperation, bei den Fragen der Anpassung, bei den Fragen des Waldschutzes. Und uns ist klar, dass, wenn es zu einem solchen Klimafonds kommt, dies auch zu Verpflichtungen der Bundesrepublik, der Industriestaaten, auch der Europäischen Union kommt. Deshalb will ich nur an dieser Stelle auch in Anwesenheit des Bundesfinanzministers sagen, es war mit Sicherheit einer der großen Erfolge im Rahmen des Energiekonzepts, dass die Festlegung gegeben hat, dass bei einem Aufstocken auf 100% Auktionierung im Bereich des Emissionshandels das, was zusätzlich reinkommt, für Klimaschutz, für nationalen Klimaschutz, aber auch für internationalen Klimaschutz verwendet werden kann. Das ermöglicht uns, das dann auch tatsächlich umzusetzen, womit wir jetzt mit diesem Klimafonds die Grundlagen schaffen wollen. Ich will ein letztes Wort sagen zu der von Frank Schwabe angesprochenen, dem Punkt von CDM, also den flexiblen Mechanismen im Kyoto-Mechanismus. Ja, wir sehen nach wie vor eine Perspektive für diese Mechanismen, wollen, dass die Deckelung überprüft wird. Wir sagen aber gleichzeitig und schreiben das auch in diesen Antrag rein, es muss gleichzeitig und als Voraussetzung die ökologische Integrität dieses Instruments verbessert werden. Es muss klargestellt werden, dass es tatsächlich sich um zusätzliche Projekte in Entwicklungsländern zur Reduzierung von Treibhausgas handelt, die nicht sowieso gemacht worden wären ohne den Emissionshandel. Das ist uns wichtig. Aber dann sehen wir darin eines der Instrumente, die zu einer globalen Klimaschutzarchitektur beitragen kann, weil es eben gerade ein Instrument ist, das zeigt, das, was wir hier in den Industrieländern machen, hängt in einem ganz engen Zusammenhang mit dem, was in den Entwicklungsländern gemacht wird. Und nur gemeinsam können wir erfolgreich sein. Das wollen wir in Cancun erreichen. Und ich bitte alle daran mitzuarbeiten in diesem Hause, dass dieser Gipfel tatsächlich mit einer starken Position der Bundesregierung ein Erfolg werden kann. Herzlichen Dank. Applaus